kommen wir mal zum nächsten Themenblock. Fulda feiert. Kommt Fulda aus dem Feiern überhaupt noch mal raus? Also die Frage höre ich öfters. Aber es geht nicht ums Feiern. Feiern ist gut, das gehört dazu. Die Gemeinschaft ist wichtig, aber es geht darum, um Anlässe zu schaffen, die Menschen dazu einzuladen, in die Stadt zu kommen, in die Innenstadt zu kommen und Fulda als Kulturstadt zu genießen. Und dazu gehören eben diese Veranstaltungsformate. Dazu gehört der Hessentag, dazu gehörte die Landesgartenschau. Und ja, wir freuen uns im nächsten Jahr ab dem 13. Juni wieder auf die Musicals im Schlosstheater, auf ein attraktives Programm im Schlosstheater. Und das alles soll dazu dienen, wirklich die Menschen dazu einzuladen, in die Innenstadt zu kommen. Und das ist das Besondere, was Fulda auszeichnet. Und von daher, ja, es geht ein Stück weit ums Feiern, aber es geht um viel mehr. Es geht auch um Gemeinschaftssinn. Haben wir auch dieses Jahr beispielsweise beim Schützenfest erlebt, wie viele Menschen wir erreichen, also gemeinschaftsstiftend, aber eben auch darum, unsere Stadt zu stärken. Und das kommt am Ende, da bin ich fest überzeugt, allen zugute. Sie haben es angesprochen, die Stadt oder auch jetzt die vergangenen Events, die Stadt als Kultur- und Erlebnisraum. Kann man denn vom Sommermärchen 2024 sprechen? Ja, ich glaube, das ist keine Superlative, weil ich muss ganz ehrlich sagen, im Vorfeld weiß man nie, wie die Resonanz auf Veranstaltungen ist. Wir wissen nie, wie das Wetter ist. Und wir haben natürlich in diesem Jahr besonderes Glück, weil gerade die Domplatzkonzerte, die Musicalveranstaltung, jetzt das Weinfest, das sind ganz viele Formate, wo wir davon profitiert haben, dass das Wetter mitgespielt hat und dass diese ganz besondere Fuldaer Atmosphäre erlebbar war. Das ist schon fast märchenhaft. Damit kann man nicht rechnen. Aber ich denke, dafür sollten wir dankbar sein. Das ist alles nicht selbstverständlich. Und von daher, ja, für mich ist es ein Sommermärchen. Und ich hoffe, dass viele Menschen das genauso erlebt haben. Und ich sage auch ganz deutlich, weil ich mitunter mal die Kritik höre dahingehend, dass man sagt, ist das nicht alles zu viel für Fulda? Man muss wirklich sagen, das Thema Innenstadtentwicklung, lebendige Städte heute zu erhalten, zu bewahren, in die Zukunft zu führen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ohne Anlässe kommen die Menschen überregional nicht. Und deswegen, ja, sehen wir uns in der Rolle, dass wir immer wieder neue Kulturformate entwickeln, dass wir Gastgeber sind beim Hessentag, im vergangenen Jahr bei der Landesgartenschau, um Menschen dafür zu begeistern, nach Fulda zu kommen. Denn ich bin überzeugt, dass es in Hessen und in Deutschland und Europa noch viele gibt, die noch nie in Fulda waren. Und die möchten wir dazu einladen. Und dazu braucht es diese Veranstaltungsformate. Und wenn die Menschen in die Stadt kommen, ist das das Beste, was dem Handel, was der Gastronomie passieren kann. Denn dadurch können wir erreichen, dass die Frequenz in der Innenstadt hoch ist. Und das kommt am Ende des Tages allen Bürgerinnen und Bürgern zugute. Gehen wir noch mal zu den Domplatzkonzerten. Da merkt man ja auch und spürt man ja auch eine Entwicklung. Und sie führen ja auch aus, dass sie zur Attraktivität auch von Fulda noch mal deutlich, gerade im Sommer, deutlich beitragen. Jetzt ist es aber doch gar nicht so einfach, solche Stars nach Fulda zu locken. Oder ruft man da einfach an und fragt, habt ihr noch einen Termin frei? Das ist leider nicht ganz so einfach. Es ist tatsächlich wirklich auch sehr harte Arbeit, aber die sich über die Jahre hinweg jetzt wirklich lohnt. Denn ich glaube, das hat jeder gespürt, der hier auf den Domplatz im Sommer 2024 gekommen ist. Wir haben ja ganz andere Tribünen. Wir haben jetzt Platz für mehr als 10.000 Menschen. Das sind andere Formate. Und da spüren wir, dass sich Fulda als Konzertstandort wirklich auch hier bundesweit etabliert hat. Auch hier muss man sagen, man braucht oft lange Ausdauer und Geduld, weil auch hier hat ja alles einmal klein angefangen, 1996 mit Montserrat Caballé, ein einziges Konzert. Und in diesem Jahr 65.000 Gäste, überwiegend von außerhalb, die nach Fulda gekommen sind. Also das ist eine wirklich tolle Leistung von unseren Partnern, aber auch den engagierten Mitarbeitern der Stadt, die wirklich kulturbegeistert sind. Und das kommt uns zugute. Auch da kann man Danke sagen. Und ja, Fulda hat mittlerweile ein ganz anderes Renommee. Das kriegen wir auch immer wieder gespiegelt, dass die Konzerte hier sehr gut angenommen werden. Und das liegt an der Attraktivität des Ortes. Lassen Sie uns gerade noch mal über ein Thema sprechen, was
im Moment die Menschen sehr bewegt. Das ist das Thema Sicherheit. Wir hatten kürzlich den Anschlag am Stadtfest in Solingen, der nochmal eine neue Debatte eröffnet hat zu diesem Thema. Hessen hat jetzt auch die Vorkehrungen nochmal für öffentliche Veranstaltungen, für Volksfeste, auch natürlich für solche Veranstaltungen wie den Domplatz verschärft. Wie weit muss man Sicherheit betreiben und wie bewerten Sie denn die aktuelle Situation? Also Sicherheitskonzepte spielen seit einigen Jahren eine immer größere Rolle. Das ist ein immenser Aufwand, der ist aber auch wichtig, damit wir zumindest den Bürgerinnen und Bürgern die Gewissheit geben können, dass wir das Maß an Sicherheit bieten können, was uns möglich ist. Aber klar ist, wir leben in einer freien Gesellschaft. Und von daher sind diese fürchterlichen Ereignisse, gerade jetzt in Solingen, das sind wirklich Anschläge auf unsere offene Gesellschaft, auf unsere Freiheit. Aber umso mehr ist es meiner Überzeugung nach wichtig, dass wir uns nicht einschüchtern lassen und für unsere freiheitliche Gesellschaft einstehen und auch solche Großveranstaltungen oder Stadtfeste, Jubiläen möglich machen. Denn das ist ja gerade Teil unserer freiheitlichen Kultur. Und alle terroristischen Vereinigungen, die versuchen, hier mit Anschlägen einzuschüchtern, denen müssen wir uns klar entgegenstellen. Und von daher, ja, sind gerade natürlich auf Bundesebene ist der Gesetzgeber gefragt, auf der Länderebene. Wir hier vor Ort, wir stehen ganz persönlich ein. Und ich bin den Sicherheitskräften hier vor Ort sehr, sehr dankbar, die die Gewissheit geben, dass wir hier alles tun, was wir können. Aber man muss auch klar sagen, gegen solche terroristischen Angriffe kann man sich am Ende des Tages nicht hinreichend wappnen. Da sind wir alle gefordert, auf allen politischen Ebenen dafür einzutreten, dass wir mehr darauf achten, wer in unserem Land ist, wer sich wie verhält und wer in unserem Land bleiben darf. Und daher ist auch meine ganz wichtige Botschaft, wir dürfen uns von Terroristen, gleich aus welchem Lager, nicht einschüchtern lassen. Osthessen News. Sehen, was bewegt.